Einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Immortals Phoenix Rising. Direkt mal eine olympische Feige gefunden. Sehr schön. Und was ich noch gerade gesehen habe, so im Augenwinkel, da drüben, ein Ambrosia. Das holen wir uns doch. Ein kostenloses Ambrosia ist ein gutes Ambrosia. Würde ich doch mal behaupten. Und da haben wir direkt eine Mission für die erste Aktion des Tages. Wir fliegen da nach drüben. Und hopp! Ich hoffe, die Ausdauer reicht. Ja, gut, die Ausdauer, die sollte schon reichen. Das hält er schon aus, der Phoenix. Ein bisschen springen. So. Alles geübt. So. Und hoch da. Sehr schön. Das habe ich gerade vorhin, als ich das Video starten wollte, habe ich dieses Ambrosia ganz kurz gesehen. Ich guck mal, ob da im Wasser noch irgendwo was versteckt ist. Aber das denke ich eher weniger. Ja, okay. Dann sind wir jetzt hier am Ende der Welt gefühlt. Ich würde ja eigentlich gerne die beiden Gewölbe da machen. Aber die Frage ist, es kackt mich an, den ganzen Weg rüber zu schwimmen, zu klettern. Aber es ist wahrscheinlich der schnellste Weg, habe ich das Gefühl. Eine Quest von Ares habe ich nicht mehr offen, oder? Ein Questbuch finde ich, habe ich immer noch nicht gefunden. Fähigkeiten. Segen. Gut, ich müsste ja, müsste ich nicht die Rüstung der Spartoi zurückbringen, oder habe ich das schon? Weiß ich gerade nicht. Was ist das? Kick, entfache die Schmiede der Götter. Ah, lol, die Ares-Quest bringt mich ins Gebiet von Hephaistos. Okay, und was ist da noch? Begib dich zum Portal. Ist das nicht eine Quest von Aphrodite? I don't know. Da ist noch eine Nebenquest. Finde die überwucherte Herstellungszutat. Das geht noch einen Tag. Das geht noch 5 Stunden. Ich bin gerade in der Aufnahmesession, aber I don't know. Gut. Nein. Doch, eigentlich könnte ich dahin schnell reisen, oder? Ja, komm. Wir reisen mal zum Heiligtum des Erebos. Und machen uns dann auf den Weg zu den anderen beiden Gewölben. Und das Ambrosia möchte ich selbstverständlich auch noch schnell abholen. Wenn ich schon da bin und es zwischen den beiden Gewölben ist, dann holen wir uns das Ambrosia selbstverständlich ab. So, okay. Jetzt ist die Frage, wohin des Weges? Ich markiere mal das Gewölbe. So. Okay. 800 Meter. Wow. Na dann. Alle hopp, mein schönes Pferdchen. Und dann können wir diese Strecke hier fliegen. Noch über den Gegnern hindurch. Ohne dass sie mich bemerken, wahrscheinlich. Die neuen Flügel sehen schon geil aus. Das muss ich sagen. Ja, so froh habe ich die gefunden. So. Zack, direkt die Hälfte des Weges schon abgeschlossen. Was ist da drüben? Ist das ein blauer Kristall? Sieht ganz so aus. Ja. Yeah. So ist es. Zack, zack. 154. Scherben. Immer gut. Ein paar Pilzchen. Oh, das Pferd, das kann nicht springen. Das ist zu blöd dafür. Okay. So, dann hier nach drüben fliegen. So. Und hepp. So, okay. Die Markierung kann ich ja jetzt wegnehmen. So. Ich mach zuerst das Gewölbe. Komm. Das ist ja jetzt nicht mehr so weit weg. Da drüben ist es ja auch schon. Gibt's doch sicher irgendwas zum Einsammeln bei so viel Gebüsch. Nee? Nichts?
Okay. Was macht ihr hier für Geräusche? Wer ist hier? Okay. Ja, dreh dich um, das ist gut. Nicht umdrehen. Nicht umdrehen. Nein, 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 nein. Ach, scheiße. Ach, leck mich doch. Oh je. Okay. Dann mache ich zuerst den Kerberos weg. Nein, warum habe ich den Stein kaputt gemacht? Ach, fuck me. So, da mal ein bisschen Damage machen. Oh, hopp. Ja, da ist er betäubt, der Kollege. Gib ihm los. Sehr schön, also. Der erste Störenfried ist bereits erledigt. Ey! Ey! Ja, super. Das war sehr gut. So, und hopp. Und jetzt ist er betäubt, der Kollege. Oh, oh. Ja, da musste ich früher zuschlagen, sonst hätte er mich erwischt. So, sehr gut, nochmal. Sehr gut, und direkt nochmal. Und dann nach unten. Oh, shit. Zack. Oh, ja, ja, ja. Ja, jetzt. Oh, nee. Ich habe ihn perfekt unterbrochen. Lol. Sehr geil. Direkt noch ein bisschen heilen. So. Sehr gut. Oh, okay. Also da die violetten Gegner, die sind doch ein bisschen anstrengender als die blauen. Um einiges anstrengender. So. Ja, dann gehen wir doch mal rein. Kein Blick der Medusa. Okay. Ja, dann, ist das Ding groß? Ja, es ist nicht wenig auf jeden Fall. Die Truhe haben wir wo? Hä? Ja, komm, 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 komm. Kleines bisschen noch. Da ist die Truhe. Hat's doch mehr Truhen? Da oben ist der Blitz des Zeus. Alright, wir gehen einfach mal nach vorne. So. Kann ich mit dem Ding springen? Kann ich. Die Frage ist halt, geht das kaputt im Laser? Ja, es geht kaputt. Okay. Na dann, Ach du heilige Scheiße. Ja. Wie mache ich das denn? Werfen? Nee, das geht auch nicht. Kann ich hier drauf gehen? Ja, das würde gehen. Okay. Ich kann halt keine Doppelsprünge machen, wenn ich hier bin. So, okay. Dann lassen wir das mal hier. Gehen hier nach drüben. Und nehmen die Kiste mit. Ich denke mal schon, dass ich die Kiste brauchen werde, oder? Keine Ahnung. Denk mal schon, oder? So. Gehen wir hier drauf. So. Und rüber. Wunderbar. Guck mal, hier brauche ich sie tatsächlich. So, dele. Und was passiert jetzt? Ein Durchgang. Ja. Und hopp. Und Checkpoint. Wunderbar.
Aber was hat das denn mit der Medusa zu tun? So, neue Kiste auf jeden Fall. Was haben wir denn? Zeig mal her. Okay. Dann komm. Durchrennen! Uiuiui. Geht das? Oh ja, es geht. Ich bin gut. So, dann lasse ich die Kiste mal hier. Und, oh shit, jetzt muss ich irgendwie ausweichen, da. Oh je. Oder kommt das bis hier hinten? Ja, kommt es. Okay. So. Mitnehmen und rennen. Rennen, 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 rennen. Los, 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 los. Du schaffst das. Hier müsste es eigentlich... Huch. Okay, aber mit der Kiste... Nein, nein, Oh no! Ah, lol, das sind so Löcher, wo ich mich drin verstecken kann. Oh, come on. Muss ich alles nochmal machen. Geil. Ja, ich hab's ein kleines bisschen falsch berechnet, würde ich mal behaupten. Werfen kann ich das Ding ja nicht, oder? Doch, könnte ich sogar, aber sie geht kaputt. Na dann werfen wir sie mal da rein. Oh, sie geht kaputt. Okay. So, dann. Wow. Okay. Dann renne ich mal. Los, 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 los. Und verstecke mich mal hier hinten. Müsste funktionieren, oder? Ja. Sehr schön. So, schnell nach drüben. Oh, mitnehmen das Ding. Okay, ich verstecke mich wieder hier. Geht das? Ja. Und dann lasse ich das Ding mal hier reinplumpsen. Und verstecke mich ebenfalls hier drin, um einfach ein bisschen die Ausdauer zu regenerieren. So. Und hopp. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Weiter geht's. Und hoch. Hoch die Hände. Wochenende. Checkpoint. Wunderbar. So, da oben ist der Blitz des Zeus. Die Kiste ist da drüben. Aber die muss ich irgendwie noch freischalten. Okay. Alter, was ist das denn? Holy crap. Aha. So, fahren lassen. Komm, das muss schnell gehen. Oh. Oh, das geht nicht. Da brauche ich was Größeres, ha? Wow. Aber was denn? Vor allem, warum ist das scheiß Ding so schnell? Ah, da hinten kommt sie hin, die Kiste. So. Okay. Hätten wir den Teil schon mal freigeschaltet, aber wie, schalte ich den Kollegen hier frei? Mein hier ist ja nichts Schweres. Oh! Boah, ich dachte schon, jetzt kriege ich Damage. Okay. Kommen die Laser auch hier durch? Ne, hier nicht. Der Durchgang ist geschützt. Das ist schön. Und hoch. Dann geht's hier weiter, ha? So. Ah, ich hab's gefunden. Okay. Die Frage ist halt, wie komme ich denn da hin? Ich hab eine Idee. Und hopp. Und so. Haha.
Alright, alright, alright. So, dann werfen wir das mal da nach drüben. Und... So. Oh, jetzt habe ich Glück gehabt, ey. Oh, das reicht aber noch nicht. LOL. Das reicht noch nicht? Okay, da muss ich einen Heiltrank nehmen. Irgendwo ist noch eine zweite Kiste versteckt. Aber wo? Oder kann ich es auch mit der hier machen? So. Schön nach unten gehen, mein Lieber. Mal kurz fallen lassen. Warten, bis das wieder weg ist. Okay, beide Gewölbe liegen heute sicher nicht drin. Dieses liegt drin. So. Okay. Oh. Geht immer noch nicht. Dann muss ich die da auch noch mitnehmen. Jetzt funktioniert's. Okay. Na dann, her mit der Belohnung. Schön Adamantium, Rüstung des unbekannten Besuchers. Was haben wir denn hier schön? Ich kriege einen Niesanfall. Oh Gott. Fällt bei Erreichen einer neuen Kombophase 70% eines Gesundheitsfeldes auf. Und wie sieht das Ding aus? Uiuiui. Oh, sieht schon geil aus. Das sieht mega geil aus, aber da bräuchte ich einen neuen Helm, ne? Wobei das, der Helm von Ares würde immer noch gut funktionieren hier. Das passt. So, okay, weil, wenn ich ab und zu niese, I am sorry. I am very, very sorry. So, komm durchrennen. Zack. Aber ich kann den Part halt nicht beenden. Ich will das Gewölbe beenden. So. Okay, die Kiste können wir wieder mitnehmen. So. Und dann... Schauen wir mal. Kommt der Laser hier durch? Ja, kommt er. Okay. Na dann. Ach du Scheiße. Ah, ich bin tot. Ich dachte, das geht nicht durch das... Durch den Stein. Oh, fucking hell. Fucking hell. Okay, da kann ich ja schon mal durchrennen. Muss ich irgendwie rausfinden, wie ich da durchkommen möchte. Oh! Mann, ey! Das Ding ist echt schnell. So. Erhol mal die Ausdauer. Wunderbar. Ich glaube, ich muss das mal ein bisschen angucken. Hier unten ist gar nichts. Oh. Okay, hier kann ich die Kiste deponieren. Nicht stehen bleiben, so. Deponieren und dann springen. So. Deponieren und springen, wenn es wieder kommt. So. Und rennen. Rennen, 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 rennen. Los, 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 los. Sehr gut. So. Und dann haben wir es geschafft. So wie es ausschaut. Okay. Okay, okay. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. So, her mit dem Blitz. Oh, die Rüstung sieht aber echt geil aus. Das muss ich sagen. Die Rüstung, die sieht nice aus. Die sieht echt geil aus. Ich brauche den Helm dazu. Aber nur fürs Aussehen. So, der Riss ist komplett abgeschossen. Da kommen wir nicht mehr rein. Das ist ja schön. Das ist ja sehr schön. So, komm, geht's da hoch. So. Das Ambrosia möchte ich noch gerne holen.
Das hole ich mir heute noch schnell. So, erhol dich mal. Sehr gut. Noch ein bisschen. Wunderbar. Und hopp. So, das Ambrosia ist oben. Okay. Muss kurz mein Auge ein bisschen kratzen. Heuschnupfen und so. Darum auch die Niesanfälle mitten in den Videos. Komm da. Halt dich doch schnell hoch. So. Okay, hier oben auf dem Felsen müsste das Ding sein. Gut, dann, ich denke mal, es könnte dort auf dem Vorsprung sein. Ist das realistisch? Ist es, glaube ich, oder? Das ist so ein klassischer Vorsprung, wo Ubisoft ein Ambrosia versteckt. Die Frage ist jetzt halt noch, brauche ich einen Ausdauertrank? Ja, brauche ich. Dafür habe ich sie ja. Und da ist es auch schon, mein wunderschönes Ambrosia. So. Sehr gut. 6 Stück haben wir jetzt. 1 brauche ich noch, dann kann ich die Lebenspunkte wieder erhöhen. Sehr schön, sehr schön. Wir klettern mal noch schnell nach oben. Weil das nächste Gewölbe ist ja auch schon hier in der Nähe. Dann können wir schon mal uns dorthin begeben. Ja. Komm, kletter, mein Schöner. Hier ist es. So. Gut. Dann würde ich sagen, ist für heute erstmal... Was ist das da? Eine Truhe, okay. Dann würde ich sagen, ist für heute erstmal gut. Ich bedanke mich beim Zuschauen und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut, meine Lieben. Tschüss.